Dankt ein Schwert. Ja. Nur mal die Frage, wie kam ich nochmal an so eins? Geht weiter, Also. Bürgerin. Ich brauche euer Schwert. Gebt es mir. Verschwindet. Noch ein Wort und ich muss euch vor den Magistrat schleifen. Ich arbeite für die Königin und ich kann zahlen. Oh, ich erinnere mich, euch gesehen zu haben. Hier, Sind Sie das kümmert hier mit euch dran? einfach darum. Ist das auch? Ist das auch? Beziehungsweise nicht das Gebiet, aber das Genre. Das, ne? Fantasy-Dingens. Himmelsrand ist, warte, warte. Da. Da ist Himmelsrand. Hier oben das Gebiet. Da spielt Skyrim. Weiß gar nicht. Das hier kennt man aus Skyrim? Windhelm? Rift kennt man aus Skyrim? Also die beiden Gebiete. Nee, das hier glaube ich nicht. Belkart? Nee, ich glaube, das war nicht in Skyrim mit drin. Das Raik war drin, also Markart. Und Einsamkeit war hier mit drin. Also das hier fehlt halt. Das Gebiet. Morrowind ist hier. Sozusagen. Und Baby Ryan. Aua. Komm, wir tun was Mega-DLC. Ja, ich glaube immer eher so als kleine Mini-DLCs. Also ich weiß, dass Einsamkeit und. Ich weiß gar nicht, Markart? War Markart schon vorher da? Das weiß ich nicht. Aber Einsamkeit kam durch den DLC. Nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Wollt ihr, dass ich die Sache mit dem Wein noch einmal sage oder möchtet ihr nur das Schwert? Ich bin beeindruckt. Wie erwartet seid ihr kein einfaches Rekrutenmaterial. Ihr könntet Offizierin werden. Lasst uns auf euer Wohl anstoßen. Ja, brauche ich. Hoch die Humpen. Trinkt aus. Schluck, du Luder. Entschuldigung. Ich meinte den Charakter. Ich meinte uns selbst. Und da ist er. Hoppla. Das Grover Deluxe Pack mit Bärte für den einen Charakter. Was ist das denn? Oh. Da steht er. Die ganze Zeit, wo ist er denn? Es wird Zeit. Ihr seid schwerer, als ihr ausseht. Was? Willst du sagen, ich bin fett? Was erlaubt er sich? Was geht hier vor sich? Willkommen auf der Schleierinsel. Ihr befindet euch gleich vor der Küste von Himmelswacht, in unserem eigenen geheimen Ausbildungslager. Ihr wurdet auserkoren, euch uns anzuschließen. Noch dazu als Offizierin des Schleiererbes. Ich bin bereit. Was muss ich tun? Ihr seht doch diesen schwarzen Seelenstein hier. Legt eure Hand darauf. Gut, ihr könnt kommen und gehen, wie ihr wollt, doch zuerst legt euren Eid ab. Seid euch ganz sicher, dass ihr das auch wollt. Ihr verschreibt mit diesem Eid eure unsterbliche Seele. Meine Seele? Ja, ich bin bereit. Nur zu. Ich habe eh keine Seele. Sprecht mir nach. Ich verschreibe Leib und Seele dem Oh. Erbe und der Schleierkönigin. Baby Hybrid. Ich verschreibe Leib und Seele dem Erbe und der Schleierkönigin. Ihr habt die erste Aufnahmeprüfung bestanden. Juhu! Meinen Ich habe Glückwunsch. noch nie was bestanden. Das stimmt nicht. Aber trotzdem. Ihr habt Glück, Rekrutin.
Die Schleierkönigin höchstpersönlich wird eine Rede halten, um die Angelegenheit zu unterstützen. Ihr werdet sie persönlich erleben. Ja. Vorausgesetzt. Ja, unsere vegetieren vor sich hin. Prüfungen. Die liegen einfach nur noch in der Ecke. Wenn ich durchziehen lassen könnte, wäre es selbst nicht so warm. Das wird schon. Vorausgesetzt, ich überlebe. Vor euch liegen drei Prüfungen. Eine der Ausdauer, eine der Intelligenz und eine der Stärke. Ein Offizier des Erbes muss all diese drei Tugenden verkörpern. Sonst ist er kein Offizier. Ich habe euch angeworben. Also, enttäuscht mich nicht. Wir euch enttäuschen. Niemals. Niemals nie. Das werde ich nicht. Welche Prüfung kommt als erstes? Die der Intelligenz. Ja, ist die kann ich gleich verkacken. Kannst du mir gleich eine 6 drauf schreiben? Dann werde ich um hier auf dem Weg finden. Das wird doch nichts. Intelligenz. Ja, ja. Mensch. Da kennen sie mich aber schlecht. Intelligenz. Welche Intelligenz? Ah, Buch. Hi. Ihr seid hier, um euren Verstand prüfen zu lassen? Um Rätsel zu bin wissen, ich ganz schlecht. Ihr habt, was es braucht? Ja, ich bin bereit. Die Prüfung ist ganz einfach. Ich stelle euch ein Rätsel. Ihr sucht euch einen der Gegenstände auf diesen Tischen hier aus. Einer von ihnen ist die richtige Antwort. Ihr wählt falsch. Dann erleidet ihr die Folgen. Stellt euer Rätsel. In Stunden ist mein Leben bemessen. Von meinem Zweck werde ich gefressen. Dünn bin ich schnell wie ein flinker Recke. Fett bin ich lahm wie eine kranke Schnecke. Was bin ich? Was? So. Wein. Zipfeife, Schädel. Schwert, Schild. Stundenglas. Buch. Stundenglas, oder? Warte mal. Wählt. Gut, aber merkt es euch dieses Mal. Es ist fertig. In Stunden ist mein Leben bemessen. Von meinem Zweck werde ich gefressen. Ja. Dünn bin ich schnell wie ein flinker Recke. Fett bin ich lahm wie eine kranke Schnecke. Bläst der Wind so, bringt er mich rasch zur Strecke. Das war falsch. Es gibt noch so viel für euch zu lernen. Ja, ich bin bereit. Die Prüfung ist ganz einfach. Ich stelle euch, in jungen Jahren bin ich süß wie Sonnenschein. Im reifen Alter Wein. Muss ich bei jedem Feste sein. Als Wein. Preis wiegt man mich mit Alkohol auf. Wein. Mein Scheiden wird beklagt zuhauf. Was bin ich? Wein. Das ist einfach. Pass auf, und jetzt ist es trotzdem falsch. Wo war's? Wein. Ha! Das war richtig. Ihr habt weise entschieden. Seid ihr für eine weitere Frage bereit? Das ist bei uns draußen viel kühler ist als in der Bude. Ich kann aber keinen Durchzug machen, weil ich dann die ganze Zeit in der Nähe vom Fenster sein müsste wegen Tipsy. Oh. Ja, bei uns können wir halt auch keinen richtigen Durchzug machen, leider. Ja, fahrt fort. Löst auch dieses Rätsel und schon sind wir hier fertig. Stellt euer Rätsel. Bei jeder Schlacht bin ich zugegen und auch jedem Duell wohne ich bei. Ich bin gefürchtet meines spitzen Schwert. Zahnes wegen und auch mein Schwert Sprung weckt manchen Schrei. Was bin ich? Schwert. Frag mich immer noch was das andere. Es hätte doch. Das andere hätte Kerze sein können, glaube ich, ne? Ja, war richtig. Hey, ich habe eins verkackt. Gute Arbeit. Ihr habt euren klugen Kopf unter Beweis gestellt. 2 von 3! Das zweite war einfach mit dem Wein. Das war wirklich einfach. Das andere wusste ich nicht.
Jetzt müsst ihr die Ausdauer eures Herzens beweisen. Herz? Sprecht mit Varusaunte. Sie wird die Prüfung beginnen. Draußen sind böse Menschen. Bei Weinen kennst du dich immer aus, ja. Ja, ist halt so, ne? Ist halt so. Ich liebe Wein, also. Wäre schon schlimm, wenn ich mich da nicht mit auskennen würde. Also ich bin keine Weinkennerin, das meine ich damit nicht, aber bei Rätseln, wo es um Wein geht, ist es so schwierig, ne? So, was kommt jetzt? Oh nein, ich glaube, ich weiß, was kommt, oder? Oder kam das auch später? Seid ihr hier für die Prüfung der Ausdauer? Das was? Hier ist der Insellauf, kein gemütlicher Spaziergang. Oh ja. Denkt ihr, ihr schafft das? Der Wein liebt dich auch, ja. Vom Wein hatte ich noch nie einen Kater. Also ja, der Wein liebt mich. Wo die Straßen, der sind bei uns. Aber böse Menschen sind da. Böse. Ganz, ganz böse. Ich schaff das. Auf mein Zeichen hin erscheinen magische Säulen auf einer vorgegebenen Strecke. Folgt hurtig den Säulen. Oh, und Obacht bei den Kobolden. Die kleinen Bastarde haben scharfe Zähne. Bereit? Ich bin bereit. Also hier durch. Nee, da muss ich irgendwo hin. Muss ich da rüberspringen? Ach du Kacke. Ich bleib schon an einem Baumstumpf hängen. Oh, du Kacke. Ja, in sowas bin ich ja ganz gut, ne? Lass mich. Das wird doch nichts. Nein. Lass mich da hoch. Der kommt bei dich hoch. Er leckt mich. Hey, ich hasse sowas. Und nein. Kann ich nicht irgendwie? Oh Gott, ich kann auch dahinter springen. Gott sei Dank. Gut, dass ich das eben nur versucht habe. Ich würde ernsthaft tot springen. Vergiss das. Wer soll das so schaffen? Wir haben nur noch 24 Sekunden. 20. Wie lange geht das noch? 15. Ach du Kacke. Hilf, das schaffe ich nicht. Leck mich. 4. Nein! Nein! Der Letzte! Es war der Letzte! Ach, leck mich doch. Mann. Komm da nicht rüber. Muss mir doch mal einer sagen, dass man nicht da auf die Dinger rauf muss. Man hier auch überspringen kann. Folgt mir das Ausstieg da immer noch? Ja. Muss ich tatsächlich töten. Arsch. Man muss da nicht rauf. Ach, dufte! Oh. Das wollen wir machen. Er bringt die Schwere ins Ziel. Nee. Nee, ich glaube, dann komme ich gar nicht an. Seid ihr hier für die Off-Main?
Da, diesmal komme ich rauf, oder was? Wieso langweilst du dich denn in den FF? Spiel doch Story weiter. Lass uns die Story weitermachen. Wir verkucken dein komischer Kobold den Hintern. Wenn ich da jetzt hingehe. Okay. Aber der andere ist weg. Es gibt mir nur das wenig. Ja gut, das verstehe ich. Gibt einen Satz da wirklich nicht. Hirn laufen eh so. Ja, ich, ja. Ich bin dran vorbeigelaufen. Ich finde es ja cool, aber ich bin halt echt schlecht drin. Was kommt als nächstes? Alandare urteilt über die letzte Prüfung. Die Prüfung der Stärke. Nun macht schon. Stärke, ha? Ihr habt das Rätsel eines alten Mannes gelöst und seid ein kleines Wettrennen gelaufen. Gut für euch. Bereit für eine richtige Herausforderung. Kriegst du wieder Nachschub? Hast du nicht alle? Nee. Warum trinkst du denn? Ich habe noch nichts gegessen. Oh, jetzt riechst du gut. Oh, oh. Komm mal, meine Brust. Jetzt riechst du wieder gut. Ja, Leute. Stimme war weg. Was geht da? Der Winter, ja. Danach habe ich solche Augen. Da sind 7% drin. Ja, 10% Alkohol. Kannst du was reinschütten? Hex oder Braunschweiger, so sieht's aus. Es geht daneben. Nö, geht ins Glas. Und auf meine Haut. Geil. Prost. Cheers. Das ist voll geil, oder? Ich finde das auch mega niedlich. Das hier, das habe ich ja schon im Stream gezeigt. Das ist voll toll. Ja. Habe ich zum 7-Jährigen geschenkt. Ja. 1 Jahr 7. Guck nicht so, sonst bleibt das. Hallo, was nimmst du jetzt? 2 Gläser dahin. War doch für mich gedacht. Nee, du hast ja noch. Ja, aber das ist mein Glas. Mädchen. Ja, für später. Ja. Ja, auf der Haut drauf. Aber, Schmeck aber, ab. Aber, ich mag doch den Keks. Oh, ist das salzig. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Du hast gesagt, ich soll leck. Wenn ich sage, spring vom Hochhaus, springst du dann vom Hochhaus? Wenn ich am Bungee-Seil oder so hänge? Oder? Ich glaube nicht mal dann. Denn hier Rucksack mit Fallschirm. Was denn auch? Fallschirm, ja. Ich glaube, oder wenn ich Spider-Man bin. Nur weil dich eine Spinne gebissen hat. 3-mal oder 4-mal. Ja, das tat weh. Wir reden nochmal darüber, weil du plötzlich Spinne zerschießt. Jetzt kannst du ihn wieder befreien lassen, dann riecht er wieder halb. Ja. Jetzt riecht er gut. Aber jetzt ist kein Bus mehr dran. Oder vorhin hätte ich auch LKW fahren können, einen Schweinetransporter. Und wenn ich dann das Fenster im Spiel runtergemacht hätte, hätten die ganzen KIs nicht gewusst, ob der Viehtransport jetzt vorne oder hinten stattfindet. Ah.
Wieso geht's denn jedem Stream spinnen? Weiß ich nicht. Nimmst du die ganz Alten unter uns? Neulich im Ferienlager? Da habe ich mir... Nein! Achso. Ja, im Bauchnabel. Hybrid. aber das Geile ist... In einem Bauchnabel! Ja. Wie kommen denn Spinnen in den Bauchnabel? Ich saß im Grünen, im Garten, in der letzten hintersten Ecke. In den Bauchnabel. Ja, und ich saß da so auf der Bank, hinter mir der Rhododendron und so. Und plötzlich tat's weh in meine Bauchnabel. Mehrmals. Wieso trinkst du denn jetzt aus dem Glas? Damit du das hier mit nach oben nehmen kannst. Sag mal, ist das hier alles unten? Das ist ja alles. Du darfst doch mittrinken. Okay. Aber nicht auf Ex. Ex oder Braunschweig? Nein. Nein, 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 nein. Ah, ah, ah. Das ist so schön kalt. Im Garten. Auf jeden Fall. Garten. Und dann denke ich nur so. Oh, Michelle sagt, Aidaria. So. Na, mein Namen wissen sie. Achso. Eigentlich. Und dann war das aber nicht Aidaria. Da war das eine Spinne. Ich bin jetzt eine Spinne. Und jetzt bin ich Spiderman. Du warst von einer gewissen Stelle, vielleicht kannst du sie ja. Du hast mit Aria Kirche. Ich muss am Essen gucken. Oh, Essen. Oh, Essen. Ja, Nordrhein-Westfalen, eine Stadt. Gibt's aber auch in Niedersachsen. Das ist aber keine richtige Stadt. Wir haben schon verkündigt. Ah, okay. Ja, stimmt. Guter Trunk. Ja. Bring mir mehr. Jo, Gott. Das Einzige, was ich davon kenne. Glaube ich. Die geilste Szene. Wobei, nee, Tor habe ich tatsächlich schon mal gesehen. Ich weiß aber nicht, ob es der erste oder... Ob es der erste oder der zweite war. Den Film. Und ich habe ihn noch nie komplett gesehen. Das ist das Kuriose. Ich schalte immer zu den gleichen Szenen ein. Das Essen! Oh! Bis dann! Bis Würsing! Specki. Schüsseldorf! Schüsseldorf! Tschüss! Dann tschüss! Dieser Kerl, ey. Unglaublich. Okay, wie beweise ich meine Stärke? Ihr kämpft. Jeder Offizier unter dem Schleier muss wissen, wie man kämpft. Hinter mir ist ein Kampfring. Ihr werdet euch anderen Offiziersanwärtern stellen. Problem, muss ich ja pinkeln. Ich werde gegen andere Rekruten kämpfen. Ich will kein Gejammer. Ich kann schon immer reden. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, bevor wir diese Ketzerin Eiren vom Thron stoßen. Die Schleierkönigin verdient nur das Beste. Also nehmen wir nur die Besten. Der Eck wirkt schon. Ohne Witz, ich habe heute, ohne Witz, noch nichts gegessen. Also ja, er wirkt. Ganz schlunk. Deswegen trinke ich auch so langsam. Kommt er mit dem Nächsten an. Oh mein Gott, zieh was, aber nee. Zieh was da, haben wir schon mehr als genug. Ach Leute, was macht ihr denn? Nee. Das ist schlimm. Wir werden sehen. Geht die Treppe. Gut, dass man so, dann kann ich deswegen trinken. Wenn ihr überlebt, seid ihr dabei. Ich soll es vielleicht nicht zu laut schreien. Wahrscheinlich hört er sogar alles mit. Puh. Der Mann würde japfen, nicht nur heute. Ich würde ja sagen, er sucht einen Grund mitzutrinken, aber da er morgen arbeiten muss, ja, eher weniger. Ach Ryan, ach komm, leck mich doch. Wenn ich den nicht so lieb haben würde, würde ich dich jetzt hassen. Gott sei Dank steht da nicht, wie viel ich trinken muss. Huch. Achso, ich muss ja kämpfen, ne? War ja was. Ich muss nur Erze abbauen. Hat irgendeiner Erze gesehen?
Das hat mir einfach angeboten. Ja, komm. Ich biete auch gleich mal was an. Bei der Hitze kickt er auch doch besser. Ja, es geht. Dadurch, dass es ja hier nicht so warm ist im Zimmer, also im Keller, geht das sogar. Ich glaube, wenn ich jetzt draußen an der frischen Luft trinken würde, ich glaube, dann wäre ich voll. Gebt einfach was. Es ist doch schon in Arbeit. Frosch steht doch schon in der Küche. Quasi. Und warum habe ich da so viele Haare? Ich bin in der Mauser. Ich mausere. Geht das Haar jetzt nicht ab? Okay. So. Danke, glaube ich. Ich darf euch unter dem Schleier willkommen heißen. Tut euer Schlimmstes, um die Schleierkönigin stolz zu machen. Ihr seid jetzt ein vollständiges Mitglied. Und ihr habt Glück. Die Schleierkönigin höchstpersönlich wird eine Rede dazu halten. Wohin soll ich gehen? Der Schleierrat trifft sich in der großen Halle. Sie liegt nördlich von hier am höchsten Punkt der Insel. Dir sagt, dass die Schleierkönigin selbst hier ist? Nein, sie ist nicht hier. Sie muss in Sicherheit bleiben, im Verborgenen. Sie nutzt einen Zauber, um über Projektionen zu uns zu sprechen. Geht und meldet euch beim Rat. Stellt euch vor und macht euch bekannt. Darauf freue ich mich. Ach ja. Durchsucht die Rekruten. Einer von Irons Agenten ist verkleidet unterwegs. Verdammt, sie sind hier. Na scheiße, ich wurde entdeckt. Ich hab Mist. War wohl nichts. Es nieder. Idioten, lasst sie nicht entkommen. Verbrennt es. Sehr schön. Also, da habe ich sogar jemanden zum Looten. Loot. Also, Tür schreit. Ihr denkt, ihr seid schlau. Hat euch die dreckige Katze etwas zum Spielen gegeben? Oder hat sich Iron selbst die Hände schmutzig? Hat sie wirklich gedacht, sie könnte heimsegeln und wir würden uns alle unterwerfen? Während sie Mischlinge und Bestien dazu einlädt, in unseren Städten herumzutäuschen? Estra. Unerheblich. Mit der Hilfe von Merunes Dagon werde ich die falsche Königin beseitigen und die wahre Herrscherin unseres Volkes sein. Ich bin die Schleierkönigin. Ja, das tut mir leid. Acht von 150. Glaubt, das schaffe ich heute nicht mehr. Dazu brauche ich 140, also 142 Gift. Irons Spionin ist hier. Erledigt dieses Ungeziefer.
Sehr gemütlich hier unten. Doch, muss ich schon sagen. Huch. Da. Welcher Frau? Na danke. Deiner Frau. Mia. Moa. Genau, Frieden deiner Frau. Ah, schön. Nee, Frieden springt lieber. Nee. Ach, der. Ja. Aber das Essen ist ja sogar schon in Arbeit. Wie kann ich bloß dieses Gag... Hallo, Freundin. Hi. Wollt ihr einen Frosch laufen lassen? Oh, ja. Froschrennen? Wovon sprecht ihr? Vielleicht könnt ihr mir aushelfen. Wenn ihr einen Frosch besorgen könnt, kann ich euch ein Geheimnis anvertrauen, durch das ihr garantiert gewinnt. Ich wette auf euren Frosch und wir teilen das Geld. Woher bekomme ich einen Frosch? Sprecht mit Hadras. Das Gelage wird geladen. Beide Rennfrösche. Ansonsten könntet ihr auch mit einem der Fremden sprechen, aber wer weiß schon, was die haben. In Ordnung, sagt mir, wie ich gewinnen kann. Ich habe hier dieses Froschfutter. Das bringt euer Viech ganz sicher nach vorne, aber seid vorsichtig damit. Wenn ihr ihm zu viel davon gebt, dann wird er langsamer. Wenn ihr ihm zu wenig davon gebt, dann wird er nicht Erster. Was ist in dem Futter? Helfer und ein paar alchemistische Zusätze. Keine Sorge, dem kleinen Hüpfer schadet das schon nicht. Ich bin vielleicht etwas verzweifelt, aber ich würde doch keinem Frosch etwas zuleide tun. Warum könnt ihr nicht mit einem eigenen Frosch antreten? Ich stecke gerade etwas in der Klemme und Marlion da drüben hat mir verboten, an weiteren Rennen teilzunehmen. Die einzige Methode, wie ich aus den Schulden herauskomme, besteht darin, auf die Frösche anderer Leute zu wetten. Könntet ihr euch denn keine Arbeit suchen oder so? Ja, ehrliche Arbeit? Oh, der ist gut. Ehrliche Arbeit. Was tue ich, wenn ich einen Frosch habe? Ich habe hier dieses Froschfutter. Das bringt euer Viech ganz sicher nach vorne. Aber seid vorsichtig damit. Wenn ihr ihm zu viel davon gebt, dann wird er langsamer. Wenn ihr ihm zu wenig davon gebt, dann wird er nicht Erster. Okay. Also nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Das ist jetzt die Frage. Silvania. Sind da noch andere mit Fröschen? Ne. Kann ich euch helfen, Reisende? Ich sehe mir gerade die Rennen an und sehe, dass Schnucki in fast jeglicher Hinsicht das überlegene Exemplar ist. Schnucki ist euer Frosch? Ich würde gerne mit ihm am Rennen teilnehmen. Ja. Schnucki ist über derlei primitive Spektakel erhaben. Dazu ist er ein viel zu überlegenes Geschöpf. Dann muss ich doch wohl unbedingt mit ihm am Rennen teilnehmen und diesem Abschirm zu zeigen, mit wem sie es zu tun haben. Aber ich kann es leider nicht nutzen. Ich würde es gerne, aber ich darf leider nicht. Ich darf nicht überreden. Ich darf leider nicht. Wir brauchen ein Talent. Wir sind aber talentlos. Was wollt ihr?
Schaut euch an, Schwächling. Selbst mein Frosch könnte euch auseinanderreißen. Kann ich mit eurem Frosch da beim Rennen mitmachen? Blutdürster, ja klar, da geht's. Triumphen. Es gelüstet ihn nach Ruhm. Aber ich wollte mit Schnucki teilnehmen. Er arbeitet nur für Geld. Betrachtet euren Frosch hiermit als angeheuert. Viel Glück, Blutdürster. Mach mir keine Schande. Ihr, ich werde mir meinen Frosch aus der Rennbahn zurückholen, sobald ihr fertig seid. Geht! Nee, du kannst singen. Das ist nicht talentlos. Das sieht hungrig aus. Kommt näher. Die Froschrennen beginnen in wenigen Augenblicken. Hoch. Und los! Ich glaube, meiner hat verloren. Was? Ihr habt nichts mit mir zu tun. Hinfort! Blutdürster verlangt es nach... Viel Glück, Blutdürster. Kommt näher. Die Froschrennen beginnen in wenigen Augenblicken. Und los! Geil! Ihr habt es geschafft. Euer kleiner Läufer hat die Vorstellung gewonnen. Schön, dass ich helfen konnte. Oh, das habt ihr. Und hier ist wie versprochen euer Anteil am Gewinn. Endlich geht es aufwärts für Firtoril. So, ja, da oben ist ja die Himmelsscherbe. Die würde ich mir erstmal gerne holen. Gekrähe würde ich nicht als singen können bezeichnen. Doch. Außerdem ist das kein Gekrähe. Da muss ich hin. Ah, gut. Ras hat begonnen, sich Sorgen um euch zu machen. Wurzippenhoch, Fürstin Estre. Beruhigt euch, meine Freundin. Sie ist drinnen bei der Königin. Sie üben für die morgige Talmud-Zeremonie. Kein Grund, sich zu sorgen. Ihr versteht nicht. Estra ist die Schleierkönigin. Wirklich? Seid ihr sicher? Ja. Falls ihr euch irrt und sie derart beschuldigt... Ras, ihr müsst mir vertrauen. Ich habe gesehen, wie sie mit dem Schleierrat gesprochen hat. Dann bringen wir diese Sache zu Ende. Kommt mit Rasumdar. Ja, aber erstmal muss ich nochmal pinkeln. Dezent pinkeln.